für eine geile Folge. Das letzte Mal. Und ich hoffe, diese Folge wird auch geil. Und damit moin, Mittag und guten Abend da draußen an alle Subnautica-Fans, beziehungsweise die, die es noch werden wollen. Und ja, wir sind in Part Nummer 8, glaube ich, jetzt mittlerweile. Und ja, wir haben das letzte Mal ja mal einen mega krassen Scheiß gesehen, gefunden, entdeckt, gemacht und getan. Und heute werden wir mal schauen, wir haben das letzte Mal ja schon angefangen, uns selber ein bisschen mit unserer neuen Modifizierungsstation, Entschuldigung, ein bisschen zu upgraden. Und wir werden jetzt mal schauen, dass wir da mal schauen, was wir noch so alles können. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir weitermachen und neue Baupläne bekommen. So genau, wir haben ja diese Thermalklinge. Ihr habt mir geschrieben, und zwar hatte ich im Chat was gehabt. Es tut mir leid, ich habe es zu spät gesehen, erst nach der Aufnahme. Bitte steinigt mich nicht. Wir haben ja diese wunderschöne Klinge. Und mit dieser wunderschönen Klinge kann man jetzt diese Fische, wir haben ja diese Thermalklinge jetzt. So, wenn man denn mal einen Fisch steht. Und wir sind jetzt richtig schnell mit den neuen Flossen. Das ist voll geil. Kommt trotzdem nicht an den Fisch ran. Jetzt fliegt er genau in die Giftfolge. Warte mal. Wir suchen uns mal kurz einen anderen Fisch. Diese Clubschieß, die Clubschieß sind einfach auch nicht. Das sind einfach nicht die tollsten Fische. Hier, Bumerangfisch. Verdammt! Jetzt kommt. Diese Perscher, ich habe das Gefühl, seitdem wir die letzte Woche sag ich schon, letzte Folge, denen die Zähne gezogen haben, seitdem sind die ein bisschen sauer auf mich, habe ich das Gefühl. Das fanden die, glaube ich, nicht so toll. Aber jeder muss zum Zahnarzt. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Blasenfisch? Blasi. Blassi, du warst doch gerade noch da. Bluppi. Bluppi ist weg. Bluppi ist weg. Scheiß drauf. Ich werde doch jetzt mal irgendeinen Fisch fischen. Da. So, jetzt passt auf. So, jetzt haben wir den erwischt. Mit der Klinge. So. Und jetzt schaut mal. Das Ding ist jetzt schon gekocht. Ist das geil oder ist das geil? Wir können jetzt also direkt schon unterwegs uns einen kleinen Snack gönnen. Das bringt uns meistens noch nicht so viel wegen dem Trinken. Also trinken haben wir da immer noch ein paar Probleme. Aber ein bisschen Feuchtigkeit haben ja diese Viecher. Von daher, hey, ist cool. Haben wir eine Batterie dabei? Wir haben eine Batterie dabei. Kommt, wenn wir einmal draußen sind, lasst uns doch direkt loslegen und Baupläne suchen. Und eventuell, ich muss mir die Klinge dann aber auch mal so setzen, dass ich die immer griffbereit habe. Ich möchte gern noch dich essen. Ich will dich essen. Dankeschön. Gekochter Bumerang. Ist das geil? Das ist so geil. So. Jetzt aber weiter im Thema. Wir brauchen Baupläne. Baupläne, 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 Baupläne. So. Machen wir hier die Batterie aus. Bisschen Batterie schon. So. Und dafür müssen wir in die Tiefe der Meere. So tief können wir noch nicht mit unserer Ausrüstung. Auch unsere Seemotte namens Käsekuchen kann noch nicht so tief, aber auch dafür soll man irgendwann mal Upgrades bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber mittlerweile habe ich im Internet gelesen, dass einer es auf eine Tiefe von 1500 Meter geschafft hat und da gibt es wohl noch mehr zu entdecken als hier und da und dort. Also das ist schon heftig. Also ihr seht, dieses Spiel, das Potenzial kommt immer mehr und immer mehr und das ist ja schon am Anfang so geil. Und ich finde das unheimlich geil einfach nur gemacht. So. Mal hier was zum Scannen. Hier ist auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall nochmal so ein Steinchen. Das können wir mal direkt abernten. Fuck! Fuck, ich habe nach den Sauerstoff nicht mehr geachtet. Leute, wir sind bei 3 Sekunden gewesen. Uah! Alter. Alter, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Sauerstoff. Mensch, da war ja noch was, was wir unter Wasser brauchen. Aber wir können jetzt 195 Sekunden unten bleiben. Also das ist schon allerhand. Ihh, das ist so ein scheiß Sand. Hi. Und ich sehe gerade, wir sind jetzt so weit weg, dass wir jetzt mit einer Batterie wohl doch nicht so weit kommen werden. Was ist denn das? Ist das wie ein Ei? Ein blaues. Das nehmen wir mit. Und wisst ihr was? Ich nehme jetzt auch mal einen Blasenfisch noch mit, wo wir brauchen definitiv noch was zu trinken in der Basis.
Naja, Titan, ja, nehmen wir mit. Quarz haben wir eigentlich noch genug. Das ist Metallschrott. Ja, den brauchen wir nicht scannen. Wir müssten eigentlich nochmal zu diesem Pilzwald, wo wir das letzte Mal waren. Wir hatten da voll den Mega-Shit bekommen. Ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich machen. Wir gehen jetzt in die Basis und gehen zu diesem Pilzwald nochmal. Ne, das ist nichts, das ist nur eine Textur. Hier taucht was auf. Hier taucht was auf. Finde das Wortspiel in Subnautica. Huhuhu, Toni, der war gut. Ja, manchmal bin ich schon ein richtiger Scherzkeks. Quasi ein richtiger SpongeBob unter der Meere. Es wird nicht besser, je später es wird. Na egal. Auf zur Basis. La 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 la. La, 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 la. Wir müssen halt nur gucken, dass wir wirklich diese Andockbucht hinkriegen, damit wir das Ding irgendwann mit Strom beliefern können. So, wartet mal, erstmal kurz Wasser. Wo ist es denn? Oh, das ist riesig, das Ei, oder? Waren die anderen noch so groß? Leute, das Ei werden wir auf jeden Fall reintun. Aber guck mal, unsere Pörscher, die sehen schon fett aus. Apropos, jetzt wollte ich gucken, ob die meinen Pflanzen. Nö, die fressen den nicht. Ja, ist doch super alles. Den könnte ich jetzt mal in die Hand nehmen, oder was? Was ist denn, wenn ich dich eigentlich. Komm mal kurz mit. Kaninchenrochen? Ich meine, das ist ja schon ein größerer. Ne? Ob ich den eigentlich hier in so ein kleines Aquarium reinstecken kann. Mal so als Beispiel. Nö, das. So, ich darf den. Nee. Behälter wechseln mit Controller Right Trigger. Ja, mache ich. Bloß nicht wieder essen. Nee, okay, da passt er nicht rein. Das ist zu groß für den. Zu klein. So war es gewesen. Gut, dann lassen wir dich hier wieder frei. Bitteschön. Und unser Ei. Oh, das sieht ja echt mega mutantenhaft aus. Krasse Scheiße. So. Was haben wir im Inventar, was wir hier lassen können? Quarz. Quarz hier ist aber, glaube ich, voll gewesen. Können wir gucken, ob wir damit einmal Glas herstellen können. Dann haben wir das Wesen auch schon mal. Ja, hier kommt. Machen wir schnell draus Glas. So. Noch irgendwas, was man jetzt schnell herstellen könnte? Nö, nö, nö. Ausrüstung auch nicht. Alles klar. So. Dann einmal Glas. Nützlich haben wir da. Lieber nützlich war die Medikits. Hier ist Glas drin. Dann machen wir das hier mit rein. So, die Batterie ist auf 0. Hier sind 100. Dann nehmen wir auch gleich Batterien mit. Hier haben wir die Thermalklinge. Genau, das ist alles schick. Und die Pilzprobe. Stimmt, die hat ja leider nicht in unser Aquarium gepasst. Schade, schade, schade. Machen wir dich mal da mit rein. Hier mal den Charger öffnen. Wir müssen echt mal wieder Batterien machen. Das ist zu wenig, was wir haben. So, 100. So. Dann nehmen wir noch eine mit, würde ich sagen. Zack. Einmal im Midi nehmen. Und bevor wir auf die große Reise gehen, noch einen Blasenfisch. Und dann geht's ab in den Pilzwald. Und hoffentlich finden wir Baupläne. Aber wir waren das letzte Mal so gut, also ich mache mir eigentlich fast keine Sorgen. Aber guck mal, wie schön, wie schnell wir jetzt schwimmen können, ne, mit den Flossen. Das ist schon klasse. Oh, der erste Blasenfisch. Da ist wieder so ein Perscher. Der zweite. Lass mich in Ruhe, Mann. So, hier dann noch der dritte. Alter, der. Der hat den Metz. Ey, das war meiner. Ey, habt ihr das gesehen? Vor der Nase hat er mir meinen Blasenfisch weggefressen. Das gibt's doch nicht. Sag mal, was spinnt der? Was bildet denn der sich ein? Kann nicht wahr sein. Da ist ein Blasenfisch noch. Den nimm mal. Das ist meiner. Blasenfisch, Blasenfisch. Blasenfisch. Ich bin zu scharf auf dich. So, jetzt hab ich. Das war aber schon wieder ein Kampf gerade. Blasenfisch versus Controller.
Oh, dich würde ich aber auch gerne noch mitnehmen. Dann bin ich wirklich mal. Blasi? Alter, hast du jetzt schon wieder den Weg gefressen? Alter, verpiss dich doch einfach mal. Kann nicht wahr sein. Der fängt ja an zu nerven, der Typ. Ich schlag dir wieder die Zähne aus, ich sag's dir. Dann heulst du wieder, rennst du wieder zur Mama. So, was er? Einmal. Und zweimal. Und dreimal. Ja, ich weiß. Aber mich doch nicht zu, ich weiß, dass ich Durst habe. Mann. So, eins, zwei, drei. So, 79% kommt. Muss reichen. Ich will jetzt dahin nochmal. Ich hoffe, wir finden es. Nochmal. Welcome aboard, Captain. Ja, dankeschön. Kann ich eigentlich jetzt... Okay, da ist bloß das Licht. Okay. So, wir waren hier so irgendwie so... Wow. Ich bin zu schnell unterwegs, die Texturen brauchen. Boah! Alter! Da taucht auf einmal eine Bergform meiner Nase auf. Das ist ja gefährlich. Das ist ja mega gefährlich. Also wir waren auf einer Tiefe so auf 150 oder sowas war das gewesen. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Batterien auch gut durchhalten. Und ich werde bestimmt wieder Ärger kriegen von euch da draußen, die sagen, ich soll erstmal die Umgebung genau abscannen, weil da das Nötigste ist, was ich eigentlich brauche. Ich mach das auch, versprochen. Ich will nur einmal nochmal zu diesem Wald. Zu diesem Pilzwald. Was haben wir denn hier? Und hier machen wir mal kurz einen Halt. Was rumpelt denn hier so? Oh, die kann ich öffnen. Oh, kann ich hier was scannen? Stuhl! Ich kann einen Stuhl! Ich kann einen gottverdammten Stuhl! Oh, der braucht übelst lange zum Scannen. Wir haben den Stuhl freigeschaltet, Leute. Wir können einen Stuhl machen. So, für euch klingt das jetzt wie nichts Besonderes. Für mich klingt das einfach wie die Erlösung. Weil, endlich ein Stuhl. Dann können wir diesen komischen Schreibtisch, den wir da gebaut haben, also eigentlich diesen Laborschalter, obwohl es eigentlich auch kein Schalter ist, warum auch immer, dann können wir da einen Stuhl dran machen. Dann sieht es so aus, als ob der wirklich eine Bewandtnis hätte. Kann ich dich, was ist eigentlich, wenn ich dich roh fresse? Mich würde das jetzt mal interessieren, was passiert, wenn ich dich roh nehme. Minus H2O. Okay. Also nicht so der Knüller, wenn ich das roh mache. Okay, wir gehen weiter. Hat sich schon gelohnt, die Reise. Ich bin schon glücklich. Wow! Jetzt weiß ich, was hier so ein Krach macht. Hier ist ein Vulkan. Okay. Aber wo war dieser Pilzwald? Ich muss mir angewöhnen, mal Signalbojen mitzunehmen, damit wir mal Signalbojen verteilen. Und dann können wir halt uns sowas machen wie, was weiß ich, Pilzwald. Und dann sehen wir immer, wo der ist. Und alles ist cool. So. Jetzt aber erstmal hier. Ich mach einfach mal hier durch. Wir haben nichts zu verlieren, Leute. Wir haben nichts zu verlieren. Na, eigentlich doch. Unsere schöne... Das! Hier sind wir auf dem richtigen Weg. Hier sind die roten Teile. Was ist denn da unten? Wie tief kann ich denn? Wir können bis auf 300 Meter können wir mit Motti runter. Mit unseren Käsekuchen. Hm. Aber da war nichts weiter. Wir gehen mal weiter hier lang. Das ist halt... Was halten ihr für welche? Euch kenne ich noch gar nicht. Kommt mal her. Kann ich euch fangen? Ich hab den jetzt mal eingesammelt. Wir haben ja auch noch nichts für unser kleines Aquarium. Da können wir doch hier diese komischen Viecher doch mal nehmen. Spatenfisch? Oh, krass. Wir haben eine neue Rasse entdeckt, liebe Leute. Ey, sieht das geil hier gerade aus. What the hell, ey. Vielleicht können wir auch aus denen lecker Sushi machen. Mmh, lecker, lecker, lecker. Vielleicht geben die ja mehr Wasser als wie mein kleiner Blasenfisch. Okay, hier geht's extrem runter. Oh, scheiße, ey. Ich hab
habe ja ein bisschen Schiss gerade. Wie tief sind wir denn? Das geht eigentlich noch. Was? What the fuck? Wo bin ich denn hier? Was ist das? Was bist du? Hier ist so ein rotes Gedöns. Wollen wir mal so ein rotes Gedöns für unser Aquarium mitnehmen? Also für das große? Das sieht ja ganz nett aus, ne? Ach nee, das haben wir schon mal. Ach so. Du bist langweilig. Ich will dich nicht. Wir kennen dich schon. Wir sind auf der Suche nach seltenen Sachen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier unten Baupläne finden, oder? Ich glaube, ich bin... Oh, die Scheinwerfer sind aber auch extrem hell, ne? Alter Falter. Alter Falter, wo bin ich hier? Was zum Teufel ist... Ach nee, das ist bloß... Und die Musik, ne? Wie krass. Ah, hier kriegt man schon ein bisschen mit der Ehrfurcht zu tun gerade. Oh, was war denn das? Das hat voll geknallt gerade. Ich übe das gerade gegen mein... Was ist denn das? Oh, Toni, du wolltest Baupläne suchen. Bist du hier gelandet? Steig mal aus. Oh, es ist so dunkel. Was da? Was ist denn das? Hat das Augen? Ich glaube, ich nehme mal eine Probe mit, ne? Ja, das hat Augen. Alter! What the hell? Und das macht Licht? Es hat Augen und es hat Licht? Krass! Und ich habe immer noch keine Baupläne. Verdammt. Na, wobei, wir haben einen Stuhl. Also, jetzt mal nicht. Oh Gott, es wird hier immer dunkler hier. Ey, ich finde hier nie wieder mehr raus. Ich spüre das. Wenn jetzt ein Dämonster kommt, Leute, das war's. Dann sind wir... Was zum Teufel? Ey, Leute, ist das... Der Obershit hier, oder ist das jetzt hier der Obershit, Leute? Ich steig mal kurz aus. Nee, bloß Kupfererz, also nichts Besonderes hier. Oh, ich dachte schon, da kommt eine Krabbe. Ich hab gerade echt Schiss gehabt. Alter Falter. Okay, hier gibt es eigentlich nur Standardzeug, was wir auch bei uns in Ruhe farmen können. Ich mach mal kurz ein bisschen hier wieder raus. Ich hab gerade ein bisschen... Alter... Boing. Der Sound, wenn du die Fische umrannst, ist ja der Hammer. Bloink. Bloink. Okay. Oh, fuck, 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 ey. Komm ich hier wieder raus? Doch. Alles gut, Toni. 63%. Wir dürfen, wie gesagt, noch nicht so weit mit unserer Seemotte hier loslegen. Das... Wir kriegen echt Probleme, ohne Strom zu laden. War ich so tief? Doch, ich gehe jetzt nach oben, ne? Ja. Vor allem, wie so knurrt überall. Ey, das Spiel ist so unheimlich fantastisch. Wirklich. Textur? Dankeschön. Ich mag jetzt nicht unbedingt wieder gegen irgendwas knallen. So, wir gucken mal, ob wir gleich noch irgendwas entdecken an Bauplänen. Da, 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 Toni. Da. Scanner raus. Hol den Scanner raus. Was ist denn das? Basis. Guck mal. Wir haben's. Das Wasserfilter. Wir haben endlich ein Wasserfiltersystem. Ich bin so glücklich. Ich bin so gottverdammt glücklich. Ich habe das voll getimed alles hier mit euch. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist bloß eine Pixeltextur. Na gut. Ich liebe dieses gottverdammte Spiel. Ich liebe es. Es ist wirklich. Leute, was man hier auf die Beine gestellt hat und das Spiel ist nach wie vor nicht fertig. Man weiß nicht, was immer noch mehr und mehr und mehr an Inhalt kommt. Und wir haben noch nicht mal 10% von diesem Spiel abgekratzt und das ist so unheimlich fantastisch. Was war denn das? Wie ein Löwe.
Ich habe ein bisschen Angst. Klar, die Framerates, es ruckelt hier und da noch manchmal wie die Seuche und läuft nicht flüssig. Aber es ist trotzdem, Leute, das ist einfach fantastisch. Wirklich, ich habe mich in dieses Spiel einfach nur verliebt. So, ob wir mal hier ganz kurz nochmal schauen, ob hier irgendwas dabei ist. Sicher ist sicher. Wir nehmen mal den Scanner raus. Der zeigt uns ja mal an, wenn wir. Da! Seht ihr? Was ist denn das? Ein Verkaufsautomat? Ach, jetzt hör auf. Ein Verkaufsautomat? Ey, krasse Scheiße. Wir können gleich richtig fetten Shit bauen. Ich weiß nicht, was wir so mit einem Verkaufsautomat sollen, weil wir keine Kohle haben. Aber selbst wenn der nur zu Deko ist, ist es mir scheißegal. Ich will ihn haben. Alter Falter. Es ist einfach unfassbar hier. Ich guck mir hier drüben nochmal was an. Ey, ich hätte schwören können, wir waren doch hier schon so oft gewesen. Hau ab, Mann! Alter, verpiss dich jetzt. Ich will das scannen, da war irgendwas. Ey, der haut nicht ab, ne? Das ist echt fies von denen. Der hat irgendwas gerade angezeigt gehabt. Ihr habt es auch gesehen. Live-Zuschauer, habt ihr es gesehen? Ja, der geht mir gerade ein bisschen auf die Eier. Und wisst ihr was? Ich lasse das nicht mit mir machen. Ich lasse mich nicht mehr triezen. Ich habe eine Thermalklinge, du Arsch. Komm her. Ach, jetzt haust du ab, weißt du? Jetzt haut er ab. So, wir hatten. Irgendwas war hier gerade. Jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Scheiße. Der hatte irgendwas, wollte er scannen. Da, habt ihr das schon wieder gesehen? Ach, das ist der Sandhai. Ach so. Okay. Das erklärt einiges. Auch dass er mich hier totbeißen will, ist einfach nicht nett von ihm. Oh, wir können Wasser machen. Ich werde. Ach Mann. Spürt man das, dass ich irgendwie glücklich bin? Kann man das spüren? Aber nur geringfügig, glaube ich. Nur geringfügig. Vor allem können wir jetzt auch mal mit einem Gegenstand schon ein bisschen schneller schwimmen, als wie vorher. Das war ja alles ein Krampf gewesen. War ich da schon? Oh. Hier ist bestimmt auch der Mega-Shit, oder? Ich warte mal kurz, bis ich. Jetzt ein Medi. Und Toni hat kein Medi mit, ne? Oh, ich kann mein Inventar nicht öffnen im Schiff drinne. Okay. Warum nicht? Finde ich ein bisschen schade. So, komm, Toni. Schön gucken. Ach, hier hatten wir doch den Stuhl gerade her gehabt, oder? War das hier? Ich mach mal. Versiegelte Tür. Ach, dafür brauchen wir dieses. So ein Laserschneider, den hatte ich gesehen, aber dafür brauchen wir Diamanten. Okay, alles klar. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wir können auch noch erstmal hier umschauen. Ist hier trotzdem irgendwas zu scannen noch gibt? Alter Falter. Letzte Folge geil. Diese Folge jetzt schon legendär, definitiv. Und da ist ein Eingang. Da ist ein Worte. Was war das? Ach, diese kleinen Mistviecher. Aber lass mich mal bitte jetzt in Ruhe, bitte. Ein Schreibtisch! Ich will diesen Schreibtisch! Lass mich in Ruhe! Fuck, ich will jetzt nicht sterben. Oh, geil, Leute. Wir haben einen Stuhl und einen Schreibtisch. Wir haben einen Wasserspender. Wir sind einfach nur. Wir sind die Besten. Die Besten der Besten der Besten. So. Wo ist Motti? Käsekuchen? Käsekuchen? Machen wir jetzt mal bitte keine Angst. Da ist ein Riffrücken. Ich habe gerade ein bisschen. Ach, da. Puh. Jetzt mal schnell das Teil weg. Alter, wenn der mich jetzt angreift, bin ich Matsch. So, okay. Schnell weg hier. Ab nach Hause jetzt erstmal. Wo ist unser Zuhause? Da. Fantastisch. Einfach nur fantastisch. Ich
glaube, was wir jetzt in den letzten zwei Folgen jetzt erlebt haben, das übertrifft einfach mal die ganzen anderen Parts. Nein, okay, nicht ganz. Wir haben ja auch schön gebaut und das war ja auch alles schön und gut. Aber ihr merkt, es wird mit Mal zu Mal... Oh, Texturen ladet auf. Ich bleib mal lieber an der Oberfläche. Oh. Ich habe eine Insel gefunden. Apropos Insel. Vielleicht sollten wir das auch mal... Nee, das machen wir erst, wenn wir eine Andockbucht haben. Wir haben jetzt nur noch 55%. Also wir müssen jetzt demnächst echt eine Andockbucht zusammen farmen. An Bauplänen. Und sonst kriegen wir Probleme. Upsi. Ja, es war jetzt nicht so sauber, wie ich es mir eigentlich wollte. So, Licht aus, genau. Und wir parken hier. Und jetzt gehen wir erstmal rein. Gut, aber wenn wir jetzt den Schreibtisch... Wollen wir direkt hier vorne so einen Schreibtisch machen? Nee, das machen wir. Machen wir drüben. Wir haben ja noch ein paar Etagen. Also so ist es ja nicht. Zuerst... Scheiße, was wollten wir zuerst machen? Genau, wir haben doch diese Augenpflanze. Ey, die brauchen wir, die. Bitte lass uns die hier pflanzen können. Hallo? Ich möchte gerne pflanzen. Pflanzen. Hier irgendwo. Pflanzen. Da. Bitte, 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 bitte. Yes! Yes! What the hell? Wie geil ist denn dieser Shit einfach mal nur? Was ist denn das? Ach, das waren diese komischen Fische, ne? Reginald essen 25 und minus 10, aber es sind ja noch nicht gekocht. Aha. Aber eigentlich... Wartet mal. Komm, das sind ja spezielle, sag ich jetzt mal. Na, guckt mal an. Zeig mal her. Ja, das ist doch mal was. Oder? Sind die nicht geil? Kommt. Nee, die können wir nicht essen. Das können wir denen nicht antun. Einfach nur... Ach, süß. Unser kleines Mini-Aquarium hier vorne. Ist doch süß. Na, fein. So. Jetzt, Leute. Jetzt kommt die Baupläne. Jetzt kommt die Baupläne. Ah, herrlich. So. Jetzt schauen wir mal. Was ist neu? Wir haben nichts neu. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. So, hier haben wir es. Wir haben einen Stuhl jetzt. Wir haben einen Verkaufs... Wir müssen den Verkaufsautomat machen. Ich will wissen, ob der funktioniert. Wir brauchen Glas, glaube ich, war es gewesen. Leute, das Ding wird der Knüller. Ich weiß nicht, was es kann, ob es was kann, aber er wird einfach der Knüller. Wir nehmen einfach mal ein bisschen Glas mit rein, weil ich glaube, wir brauchen das jetzt eh gleich zum Produzieren von den anderen Scheiß. Und wir nehmen mal direkt einen Medi. So. Halt, ich hatte schon das richtige Gerät gehabt. Verkaufsautomat. So, auch den können wir nicht da oben drauf stellen. Aber da vorne sieht scheiße aus. Und hier so daneben, neben die Modifikationsstation. Blöd aus, gell? Könnten höchstens hier nehmen die. Was willst du? Achso, ich bin schon wieder am Verhungern und. Ja, dann stellen wir ihn halt hier so hin. Mama, wir machen den mal. Ah, so hin. Zeigt mal. Der steht ganz schön weit weg, gell? Nee, das gefällt mir nicht. Ich möchte den gerne wegmachen. So, dankeschön. Der muss schon näher ran. Wie sieht denn das aus, wenn der so weit weg von der Wand steht? Sieht ja blöd aus. Ja, das sieht schon besser aus. Na, machen wir mal. Kommt. Oh mein fucking Gott. Und er ist wahrscheinlich wirklich nur Deko. Aber wisst ihr was? Das ist mir sowas von scheißegal. Wir haben einen Verkaufsautomat. Ich finde ihn einfach nur... Es ist einfach nur... Wunderschön. Herrlich. Herrlich. Okay, Leute. Lasst uns mal den Wasserspender bauen. Scheiße. Oh, ich bepiss mich hier gleich vor Lachen. Wo ist denn der Wasserspender? Ist der hier vorne mit drinne?
Wir hatten den voll gehabt, oder? Ihr habt es ganz genau gesehen. Bioreaktor. Schrank, Wandschrank. Modifizierung, Battery Charger. Er ist nicht da. Er ist nicht an der Modifizierungsstation, bestimmt nicht. Und hier werden wir den bestimmt auch nicht herstellen können. Wäre ja Quatsch. Wasserdichter Schrank, Schwerkraftsphäre. Ausrüstung. Sag mal, bin ich blöd? Wir hatten das doch voll gehabt. Habe ich mich jetzt zu früh gefreut? Warte mal. Wasserfilter. Oh nein, 1 von 2. Nein! Nein! Okay, ja gut, dann gehen wir halt nochmal raus. Puh. Aber halt. Wir machen noch einen Schreibtisch. Wir machen noch einen Schreibtisch. Ich überlege, ob ich den Laborschalter erstmal hier wegmache. Und hier lieber einen schönen Schreibtisch hinmache. Sieht vielleicht optisch schöner aus, oder? Was meint ihr? Kommt. Machen das jetzt mal weg. Und dafür machen wir einen schönen Schreibtisch hier vorne dran. Den Laborschalter, den können wir oben auf der dritten Etage oder sowas mal hinmachen. So. Zack. Na, was sagt er? Kommt, jetzt seid ihr schon, neidisch, oder? Über diesen wunderschönen. Und jetzt machen wir da noch einen Stuhl ran. Oh, kann ich den drehen? Nee? Na, wie soll ich den denn jetzt platzieren, dass der... Emergency. Severe. Halt die Klappe. Detected. Seek fluid intake immediately. Muss ich den jetzt von außen bauen, damit er dann in die Richtung guckt, wie ich ihn da an den Schreibtisch haben will, oder was? Nee, so kann ich nicht drehen. Wartet mal. Das ist bestimmt total bescheuert, was ich jetzt vorhabe, aber... Nein, verdammt, ich kann nicht durch die Scheibe. Ah. Toni, die Idee war gut. So. Ich fand die Idee klasse. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige, der das sicherlich jetzt so probiert hätte. Lass man den in die Richtung gucken? Nee, der muss schön sein. Ich muss irgendwie den... Mach mal so, oder? Guck mal, so verkehrt ist es jetzt nicht. Kommt, hau ran hier. Und jetzt pass auf. Oh, wie... Ach, wie schön. Jetzt können wir... Jetzt sitzen wir hier auf unseren schönen Sesselchen, Stühlchen und können einfach mal rausgucken. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Ja, ich weiß, wir sind am Verdursten, Leute, ich weiß. Bleibt doch mal geschmeidig. Ich muss auch einfach mal genießen. So. Wir gehen ja eh gleich nochmal los, aber diesmal ohne unsere Seemotte. Und machen das Ganze halt mal. Mit unseren anderen kleinen Dingbums. So. Jetzt haben wir das drin. Jetzt muss ich kurz den Schrank erstmal wieder auffüllen. Na, Quarz haben wir natürlich voll. Ist klar. Wir müssen jetzt da lassen, was wir da lassen wollen. So, hier. Glas kann erstmal wieder weg. So, das Silbererz kann auch erstmal wieder weg. Kommt hier rein. So, halt! Batterie, kommst du her? Silbererz und... Silbererz und hier haben wir Kupfererz noch. So, und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und wir müssen essen. Essen und Blubberblasen brauchen wir. So, die ist voll. Die ist voll. Ach so, na, ist alles gut. Oh, oh, oh. Oh, direkt herkommen. Ein Blubberblasenfisch direkt kommt, damit wir nochmal auf Tour gehen können. Wir sind hier noch lange nicht fertig heute mit dem Entdecken. Gary, Gary, jetzt kriege ich dich mit meinen neuen Flossen, kriege ich dich. Yes, wir haben einen Gary. Einen schmackhaften, kleinen, leckeren Gary. Ah, yum, 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 yum. Und noch ein Gary, komm. Komm, Gary, komm in meinen Mund. Du liebst es doch. Ah, verdammt. Er ist weg. Nehmen wir noch einen Glubschi mit? Glubschi. Ich hasse diese Viecher. Die sind so kackklein. Ja, heule nicht rum. Wir alle haben Hunger.
Mann. So. Wir könnten noch mal Wasser machen, genau. Und dann machen wir... halt Essen. Gekochter Gary. Und wisst ihr, was wir noch nicht ausprobiert haben? Wir haben doch jetzt diese Pirscher. Ob wir diese Pirscher essen könnten. Das klingt jetzt ein bisschen brutal, ich weiß. Aber wir können es ja mal probieren, aber wir können die ja hier ins Inventar packen. Ist unser Gruselei geschlüpft? Ich glaube schon, guck mal. Was war denn drinne? Ach nee, hier guckt mal. Diese blöden. Nee, du. Auf keinen Fall. Sorry, Kollege. Komm her. Du hast hier drinnen nichts zu suchen. Ich mag diese Sandhaie nicht, sorry. So, und ich möchte mal noch den Pirscher nehmen. Weil ich muss gucken. Ob das tatsächlich klappt. Sag mal, haben die sich gerade vermehrt? Ich hatte doch nur zwei Pirscher gehabt. Na klar, guckt mal, da ist ein kleiner. Die paaren sich. Die paaren sich. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. So, jetzt bin ich gespannt. Ernährung? Nee. Nee, ich kann die nicht essen. Okay, schade. Was mache ich jetzt mit den zwei Viechern? Also, so haben will ich sie jetzt eigentlich nicht. Ja, genau. Den Sandhai. Einfach mal so darüber. Oder den hier. Einfach mal darüber. Ja, dann lasse ich euch frei. Nur, ich brauche die nicht. Ganz ehrlich. Ich brauche euch nicht. Aber ein bisschen wegschwimmen, weil das sind zwei Böse. Nicht, dass sie mich gleich noch attackieren. Obwohl es mal meine Tiere waren. Man weiß es ja nie. Flubberblasenfisch. Stillgestanden. War wieder ein Kraftakt. Was im Skin? Ich will jetzt kein Quarz. Ich check jetzt hier alles ab. Ich check jetzt hier einfach alles ab. Was geht? Hat er jetzt schon wieder der Henke? Macht. Was ist denn das da unten? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Schon wieder ein Ei. Kreaturenei. Das haben wir auch noch nicht. Das nehmen wir mal mit. Bumerangfisch. Kommst du her? Ey. Das Symbol taucht nicht auf. Zum Fang. Jetzt. Puh. Mann. Wir haben doch Hunger. Oh nein. Muss das denn sein? Kannst du nicht woanders hinmachen? So. Jetzt lassen wir erstmal die Viecher frei. Ihr. Lasst euch frei. Alter, greifst du mich jetzt Tatsache wirklich direkt an? Ihr seid meine Freunde, ne? Vergiss das nicht. Ihr seid meine Babys. Das kann ich auch nicht scannen. Scannen, scannen, scannen. Lalalala. So, ein paar Fischis haben wir ja wieder gefangen. Da unten noch was? Ich gucke jetzt einfach mal. Ich kann vielleicht erstmal den Scanner wegpacken, dann sind wir noch einen Tick schneller unterwegs. Ich könnte auch unser Fahrzeug nehmen, davon mal abgesehen. Dann sind wir noch schneller unterwegs und haben Licht. So. Ja, ich... Da. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Sei gespannt im Subnautica-Land. Da ist es sehr schwer. Da ist das Schiffswrack. Das Schiffswrack ist auch geil. Das ist unsere Pille auf Atem, Mann. So. Aber wenn wir ein bisschen in die Richtung da gehen. Nur so ein bisschen. Nicht so weit, dass wir noch mit Batterien nach Hause kommen. Und nicht zu Tode uns nach Hause schwimmen müssen. Aber so, dass wir mal hier ein paar Teile noch finden. Ich möchte gerne den Wasserspender heute noch kriegen. Okay. Emergency. 10 seconds. Oh, 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 oh.
Hallo, ich möchte nach oben, aber wir waren zum Glück jetzt nicht so tief. So. Mann, 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 ey, man achtet manchmal wirklich irgendwann nicht mehr drauf, wie tief man ist und wie viel Sauerstoff man hat. Also, gerade wenn man da mittlerweile so viel Sauerstoff hat wie ich in der Flasche, da denkt man immer, ach ja, das passt schon. Nicht zum Scannen, schade. Jetzt habe ich schon wieder voll die Orientierung verloren, von wo wir jetzt schon wieder gekommen sind. Aber wir wollten ja ein bisschen noch Richtung Schiffchen. So, das ist dort. Und guck mal, ich glaube, da ist noch was. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oder war das das, wo wir gerade drinnen waren? Ich check mal die Lage. Nee, hier ist kein Eingang. Da ist ein Eingang. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ah, okay. Ja, da ist auch ein Schreibtisch. Ich komme nicht rein hier. Ach du Scheiße. Geht es hier rein irgendwie? Ey, ich back mich hier fest, Leute. Ich weiß es jetzt schon. Aber da war nichts. Leider leer. Das kann ich auch nicht scannen. Okay. Ich komme nicht mehr raus, doch. So, wir haben Hunger. Wie gut, dass wir jetzt unsere mobile Kochstation jetzt quasi in der Hand haben. So brauchen wir nur mal einen Fisch jetzt fangen. Her damit. Komm her, ich habe Hunger. So, ist hier noch irgendwas? Caution. Wo Dehydration gleich einen detected. größeren Snack machen können? Ja. Meine Güte, wer kann denn in diese Club schießen, ne? Guckt euch mal an, wie schnell die sind, ne? Und wie wendig. Club schießen, das bringt ja nichts. Du wirst trotzdem gekocht. So. So, gekochter Bumerang. Dankeschön. Und gekochter Kika. So. Klasse. Wo ist denn jetzt unsere. Ach nee, wir sind ja ohne Seemotte. Ich habe jetzt schon fast mit mir gezweifelt und Angst gehabt. Und wir brauchen Sauerstoff. Ja. Überziehe ich eigentlich schon wieder die Folge. Aber wir wollen den Wasserkocher, den Wasserkocher. Den Wasserkocher wollen wir auch, ne? Aber wir haben ja schon heute den ultimativen Automaten gefunden. Also, ich weiß nicht, ob es noch ultimativer geht. Aber ist mir scheißegal, ob der bloß so Deko ist. Und wenn es nur Deko ist, ist egal. Das ist etwas, das personalisiert einfach die Basis. So. Punkt. Ja, ist schon mal in Richtung, ein bisschen Richtung nach Hause. Man könnte auch mal wieder ein paar Batterien wechseln, Toni. Ja. Da hinten ist nichts. Dann gucken wir mal hier die Ecke. Ich will diesen Wasserspender. Ich bin so scharf drauf. Oder irgendwas. Ich möchte jetzt irgendeinen Bauplan noch vollständig haben. Irgendeinen. Egal was. Jetzt. In den nächsten, sagen wir mal, eine Minute. In der nächsten eine Minute. So. Möchte ich einen Bauplan jetzt voll bekommen. So. Also Spiel, gib dir Mühe. Viel Zeit hast du nicht mehr. Die Batterien, Alter, die gehen so schnell alle von diesem Scheißteil hier. Bin ich froh, wenn wir echt diese Andockbucht dann irgendwann mal haben. Meckerst du schon wieder? Hast schon wieder Durst? Na gut, wir werden mal schon mal ein bisschen in die Richtung gehen. Komm schon, du musst da irgendwo. Jawohl. Jawohl. Scanner in die Hand. Ab geht's. Hier liegt
irgendein Metallzeug rum. Kann ich das scannen? Nein, kann ich nicht. Kann ich das scannen? Auch nicht. Bist du scannbar? Nein. Ist hier überhaupt was scannbar? Nein. Da ist eine Tür. Und ruckelt, es ruckelt. Wo es ruckelt, ist immer was Gutes. Ach, die Bohr offen. Wir holen mal ganz kurz Sauerstoff. Vielleicht auch mal ohne. Damit wir ein bisschen schneller sind. Oh, ein Riffrücken. Die sehen auch so unheimlich fantastisch aus, ne? Hallo. Ich tu dir nichts, ne? Du mir auch nicht, ne? Ich will quasi nur ein bisschen Sauerstoff holen. Bist so toll eigentlich. Ich stehe auf dir, ne? Ich stehe auf dich, Mann. So. Ab nach unten. Oh, mal ein bisschen schneller. So, dann machen wir erstmal direkt jetzt von oben rein. Oh Gott. Ne, da ist auch nichts. Das ist auch wieder bloß so ein... Ach, das wäre die Tür gewesen wahrscheinlich. Hier ist nichts zum Scannen. Ich habe halt nur Angst, dass ich halt hier unten dann ersticke irgendwie. Warte mal. Was ist das da für ein Monitor? Habe ich den eigentlich auch an meinen Schreibtisch dran? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ansonsten ist hier soweit versiegelte Tür und hier ist eine normale, ne? Die ich nicht aufmachen kann. Scheiße. Wir müssen hier wieder raus. Schnell, 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 schnell. Naja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich treibe mal wieder ein bisschen. Ah, es ruckelt. Es ruckelt. Jetzt hier durch. Hier durch. Jetzt hängen wir hier fest. Puh. So, schade. Hier haben wir jetzt auch nichts wirklich gefunden. Da liegt noch ein bisschen Zeug rum. Vielleicht haben wir da Glück. Was ist mit diesem großen Teil hier? Was ist denn das? Kann ich das nicht scannen? Das brauchen wir bestimmt. Au! Arschkrampe. Ah, diese Scheiße. Aber wo Sandteile sind, ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen. Au. Au. Wow. What the fuck? Jetzt sind echt zu viele. Hallo, ich will gern das Gerät hier nehmen. Scheiße, und unser Wassergehalt wird immer weniger. Also wir machen jetzt mal Richtung Basis und hoffen einfach, dass wir unterwegs noch einen Bauplan kriegen. Das wäre schon noch was Ultimatives jetzt für die Folge. Wär schon schön. Ich würde mich schon freuen. Ich wäre dann ein glücklicher Toni. So. Bisschen hier unten schauen. Ah, fuck, Mann. Klinge. Hier, damit ich wesentlich ein bisschen Wasser bekomme durch die Nahrung. So, irgendwas haben wir erwischt, glaube ich. Da, der Cola da, der Glubschi. Komm her. Ey, ich krieg noch nicht mal einen kullernden Glubschi in die Hand. So. Noch irgendwer, der sterben will? Kommt, ich muss essen. Ich brauche irgendwie ein bisschen Flüssigkeit. Komm her, du willst doch zu deinen anderen Glubschi freuen. Wie sie mal alle an mir vorbeischwimmen, ne? Diese Dreckschweine. So. Habe ich gerade Dreckschweine gesagt? Sagt man aber nicht, Toni. So. So, ja, okay. Wir werden kurz das schnabulieren. Naja, Viere gibt's, wenn die gekocht sind. Werden wir mal schauen, ob wir hier nochmal den hier noch erwischen. Genau. Oh, hier, den brauche ich. Den hier. Die sind nämlich lecker. Yes. Naja, hätte ich jetzt aber ein bisschen mehr erwartet an Flüssigkeit. Hier, was ist denn das?
Kann ich das scannen? Dieses Objekt wurde bereits gescannt. Shit. Das ist auch gescannt. Das ist alles nur Metallschrott hier. Blasenfisch, Mann! Komm her. Eine bisschen Basis kommen wir jetzt mit unserem Wasser hin. Aber genau deswegen will ich halt so diesen scheiß Wasserautomat haben. Okay, komm. Letzter Versuch hier unten. Toni, du überziehst schon wieder maßlos. Wirklich, schäm dich. Schäm dich einfach. Bisschen Silbererz. Ach, das sind diese lustigen. Diese neuen. Kannst eigentlich herkommen. Du kannst mit ins Aquarium rein. Fühlt sich der andere vielleicht nicht ganz so allein. Hier ist doch so rotes, schönes Zeug. So. Hier muss doch irgendwo... Müssen doch jetzt hier die Baupläne nur so auf mich lauern. So, das ist das Letzte, was wir da... War das jetzt das, wo wir vorhin gerade waren? Wo da auch ein Griffrücken ist? Bin mir nicht sicher. Was mich auch nervt, ist, dass wir nur noch 29% Energie haben. Das ist quasi nur ein Angriff und dann sind wir schon wieder matsch. So, wir gucken jetzt hier nochmal rein. Entweder haben wir jetzt Glück oder nicht. So, Punkt. Nein, Metallschrott. Nix. Nix. Ist das jetzt das, wo wir waren? Gott, unter Wasser kann man sich so schnell verirren. Das ist ein bisschen wie im Weltall eigentlich. Doch, das ist das hier, oder? Hier ist ein blaues Ei. Ach, das ist Sandhai. Nee, hier waren wir noch nicht drin, ne? So schön geordnet sah das hier noch nicht aus. Was ist denn das hier? Ja, ja. Was ist denn jetzt? Oh, ich konnte die Tür aufmachen. Alles klar. Und das hat sich jetzt gelohnt, weil... Weil hier versiegelte Türen sind, die ich erst mit diesem Scheiß Schneider, wofür ich Diamanten brauche. Was ist denn mit den Dingern hier? Solche niedlichen kleinen Deko-Scheißteile. Will ich scannen, bei mir an die Wand patschen. So. Also, leider ohne Erfolg jetzt hier. Kommt, ab nach Hause. Wir haben Durst. Wir nehmen noch ein paar Fischis mit. Ah, es geht mir auch noch die Batterie alle. Warte, ich nehme ich noch mit. Ah, nicht jetzt. Nicht bitte. Bitte töte mich jetzt nicht, bitte. Das wäre jetzt unfair. Nein, ich hab... Puh. 8%, Alter. 7% Wasser. Wo ist unser Zuhause? Da. Riffrücken, verteidige mich. Alles ist böse, alles ist gegen mich. Oh, 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 oh. Bloß nicht gegen die Dinger knallen. Ja. Ich muss erstmal nach Hause. Ich lache, wenn ich irgendwann mal so einen Bauplan für Münzen finde. Damit ich meinen Automaten bedienen kann. Dann kriege ich einen Snack raus. Oh Mann. Ja, sehr gut. Ich gehe ja schon hoch. Mann. Immer mit der Ruhe. Und dass ich verdurste, weiß ich auch. Bin ja schon auf dem Heimweg. Bin ja quasi schon fast da. Glaube ich. Bald. Bald. Bald bin ich da. Oh Scheiße, ist doch weiter, als ich dachte. Gott, verdammte Axt. Wie weit sind wir denn jetzt? Ah. Und kein Bauplan gefunden. Wir müssen zu dem Pilzwald wieder. Es nützt nichts. Aber das werden wir die Folge nicht mehr schaffen, Leute. Wir werden es nicht mehr schaffen. Es tut mir ja auch leid. Es tut mir im Herzen weh, aber es ist so. So. Rein hier. Ja. Komm. Schnell essen. Trinken. Wasser. Und wenn wir jetzt verdurstet wären. Ich kann zweimal machen. Habe ich zwei blubberlassen Fische gehabt? Oder hat er gerade einen von diesen neuen gegrillt? Puh, das war knapp.
Ach, wir haben Medi dabei gehabt? Ich Idiot. So, hallo, ihr kriegt Besuch. Ich hab da noch was. Guck mal hier. Bitteschön. Und den auch rein. Dann haben wir nämlich... Oh, das sieht doch schon... Guck mal, das sieht niedlich aus, ne? Hier diese... Die sind voll süß. Süß. Und du bist das absolute Highlight heute. Du bist das absolute Highlight heute. Ja, du bist auch nicht schlecht, aber du bist das absolute Highlight heute. Wirklich, wirklich. Bist du der Knüller. So, und guck mal, yes! What the fuck? Unsere Glubschieflanze. Du bist so nice. Richtig nice. Und das ist das andere Kreaturenei hier. Na, mal gucken, was das wird. So, und die Folge geht schon wieder viel zu lange. So, Dankeschön fürs Reinschalten. Dankeschön für die Live-Zuschauer, wieder fürs Zugucken. Und ansonsten natürlich, ja, danke für Like, Abos, Käsekuchen. Ihr kennt das Spiel. Ich sortiere hier noch gerade so ein bisschen um und habe gerade gesehen, dass ich noch einen Bummer im Fisch habe. Den könnte man ja eventuell, vielleicht mal noch essen. Warum nicht? Ja, machen wir so. Und ihr könnt natürlich jetzt abschalten da draußen. Denn verpassen tut ihr jetzt eigentlich nichts mehr. Oh, wir haben das Kreaturenei noch. Naja, gut, ich pack das halt noch ins Wasser. Mann. So. Schön, ne? Bei Nacht sieht man einfach nochmal die Schönheit der Basis. Ich hab nur Angst, dass die Pirscher hier mir zu viel werden. Guck mal, es sind schon wieder Dreier. Ich glaube, ich werde die alle aussetzen. Und ich kann ja nichts anderes mit dem machen, oder? Kann ich die jetzt einfach ins Inventar? Also einen lasse ich drinnen, der wird sich ja wohl nicht jetzt alleine hier irgendwie asexuell befriedigen. Von daher lasse ich den mal noch drinnen. Ich guck mal, ob ich den ins Inventar gehen. Ich lach ja, wenn ja. Tatsache. Ein Pirscher im Inventar. Und das kriege ich nicht mehr angewählt. Hirscher? Ich komme allgemein nicht rüber mehr auf die andere Spalte. Sekunde. Das kann ja nur ein Bug sein. Jetzt. Jetzt ist er da unten. Okay. Ha. Okay, verrückt. Ich werde sehen, was ich mit den Guten hier mache. Und ihr da draußen schaltet jetzt ab. Ich bin jetzt wirklich fertig. Wirklich fertig. Dankeschön fürs Reinschalten. Und ja, ich habe da eigentlich gerade schon die ganze Scheiße gesagt. Ich speichere jetzt hier. So, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Euer Sonichi. Haut rein. Tschüss mit euch. Ohne ihr am Ende.